Servuzel und willkommen zurück bei 1,5 Ritter. So, mir ist was beim letzten Mal noch eingefallen. Da sind wir eigentlich normalerweise andauernd immer vorbeigerannt. Beim Hexenwald. Da ist doch hier diese komische blöde Vogelscheuche. Und zwar, wir haben das Ding gar nicht genauer untersucht irgendwie. Was grinst du denn so blöd? Außer, dass er so blöd grinsen tut. Vielleicht können wir da ihn irgendwie... Können wir einen Helm aufsetzen? Die bekommt nichts von meinen tollen Sachen. Ich kann sie nicht ausstehen. Ich glaube, es liegt am penetranten Grinsen. Also, Lanze, das ist... Dann geben wir ihm ein Köpfchen hier, oder was? Ja, klasse. Und die Kapuze scheint die Wespen nervös zu machen. Und nimmt er natürlich, wa? Die bekommt nichts von meinen tollen Sachen. Ich kann sie nicht ausstehen. Ich glaube, es liegt am penetranten Grinsen. Ha, dir zeige ich's, du hässliche Vogelscheuche. Was? Okay, das war jetzt einfach nur so ein dummer Versuch, aber der hat ihm jetzt den Kopf gehackt. Holzstab? Können wir da jetzt irgendwie was drauf knallen hier? Vielleicht hier. Hier, komm. Nimm mal einen Appelruf. Bäm, das geht sogar. Und vorhin ging das auch mit dem roten Köpfchen. Mal gucken. Hä? Okay. Sieht zwar ganz schön ulkig aus, aber ich weiß nicht, was das Ganze jetzt bringen soll. Ja, können wir mal gucken. Nein, ich habe das doch gerade erst dorthin gehängt. Ja, das ist ja richtig. Ich habe den Kopf der Vogelscheuche durch einen Apfel ersetzt. Dann habe ich ihm Rotkäppchens Kapuze übergezogen. Und nun? Ja, nun? Gute Frage. Nun? Können wir das da oben abschlagen? Selbst mit dem Schwert sind die Wespen noch außerhalb meiner Reichweite. Zange? Ich komme nicht dran. Und das ist auch gut so. Die Wespen sehen wütend aus. Ja, denn hier werfen Puderquast gegen. Ich komme nicht dran. Und das ist auch gut so. Die Wespen sehen wütend aus. Kloppen ihm eine Orange gegen. Nee, ne? Mal gucken, ob ein gut gezielter Wurf... Oh oh, was habe ich getan? Die Wespen greifen an. Puh, Glück gehabt. Sie haben sich nur auf meine Rotkäppchen-Attrappe gestürzt. Der Apfel wurde ganz schön übel zugerichtet. Oha, das gucken wir uns mal an hier. Oh, jetzt ist unser Apfel rot. Gestochener Apfel? Ey, jetzt haben wir einen gestochenen Apfel. Wir sollten doch die Hexe doch einen gestochenen Apfel bringen, wenn ich mich nicht alles irre. Und wir haben jetzt hier einen gestochenen Apfel. Das Rotkäppchen-Ding ist jetzt weg. Hat sich jetzt der Apfel rot gefärbt durch die Käppchen oder was? Na, wir gehen jetzt mal zu der Hexe hin. Und wenn ihr mal den Apfel geben... Gut gemacht. Frisch gestochener Stechapfel. Die Einstiche sind sogar noch warm. Einen Moment. So. Und hier hast du das Aphrodisiakum. Ah, jetzt haben wir ein Aphrodisiakum. Fläschchen Stechapfel. Gut. Jetzt können wir uns ja wieder eigentlich auf den Rückweg machen. Oder war hier sonst noch was? Ja, das Schaf da oben. Hier werden wir uns bestimmt auch noch die Zähne dran ausbeißen. Mit diesem Kombinationenrätsel hier. Aber da, ich denke mal, da müssen wir bestimmt irgendwie ein Feuer dann nachher hier reinmachen. Damit auch irgendwie was dann nachher. Um das Schaf da rauszukriegen. Harre aus, ich rette dich! Ja, später machen wir das. So, wir werden jetzt mal zu unserer
Freudenhaus. Hallo. Ja? Was denn jetzt noch? Wegen der drei Aufgaben. So, wir haben hier dein Aphrodisiakum. Ich habe dein Aphrodisiakum besorgt. Ach, endlich. Der gute Stechapfel. Jetzt kann Trisha endlich wieder ihren Stechobstsalat machen. Danke. Du hast die dritte Aufgabe erledigt. Das ist ja so ein Humbug. Jetzt kann sie ihren Stech Dings machen. Ich habe für sonst was gedacht, was sie dafür brauchen. Wie war noch gleich der erste Auftrag? Ist das denn so schwer? Beseitige die Konkurrenz. Es sollen drei Schäfchen hier in der Gegend rumlungern. Sie sollen ein für alle Mal verschwinden. Okay, dann komm wieder her. Ist notiert. Ja, wir können die Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Na dann mal los. Wir können die Schafe doch nicht einfach jetzt hier... Ich komme wieder. Ich weiß, Schätzchen. Das tun sie alle. Wir können ja doch nicht hier einfach... unsere Schafe hier einfach jetzt hier, was ich hier, Stehen Sie hier an, Madame? Kein Problem, ich kann warten. Ja. Sehe ich auch so. Wir können warten. So, ja. Müssen wir mal hier hinten gucken. Ich habe keinen Plan, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Außer, dass wir unsere Schäfchen jetzt hier, Schäfchen in Klammern Konkurrenz beseitigen oder abwerben oder was weiß ich machen müssen. Und ja. Aber wollen wir mal gucken, wa? Können wir noch mal hier wieder zum Hexenwald, weil da war ja noch dieser komische Kessel. Und da ist ja auch ein Schaf oben drin. Ich muss es noch machen, das ist noch mal machen, das ist einfach so geil. Heraus, ich rette dich. Ich finde das einfach so cool. Oh, Entschuldigung. Ja, was können wir jetzt hier machen? Wir haben immer noch diese komische Puderquaste. Können wir das hier irgendwie... Ach nee, das können wir nicht auseinandernehmen. Das können wir nicht auseinandernehmen. Ja. Können wir da irgendwas reinstoppen in den Ofen? Das Kochen überlasse ich lieber den Profis. Das Kochen? Ist das ein Kochofen? Das will ich nicht verbrennen. Wir probieren jetzt mal wieder wahllos hier aus. Das will ich nicht verbrennen. Ja, das willst du nicht verbrennen. Das will ich nicht verbrennen. Wir haben ja auch immer noch diese komische Sprühflasche. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Ja, genau. Nein, doch nicht. Was, wie? Das will ich nicht verbrennen. Hä. Geht auch nicht. Brille? Das will ich nicht verbrennen. Ah, den Helm brauchen wir ja. Hier, Puderquaste weg damit. Igitt, jetzt ist die Puderquaste ganz rußig. Okay. Jetzt ist da die Puderquaste drin. Rußige Puderquaste. Ja, für was haben wir das jetzt? Gute Frage. Können wir das hier die Gretel geben? Nein, ich will sie nicht ermutigen. Hier, Hänsel, das ist eine Brille. Für mich? Ihr müsst euch irren. Da steht ja auch nirgendwo mein Name drauf. Muss überall dein Name draufstehen?
Was haben wir denn hier noch? Antiöl? Das will ich nicht verbrennen. Antiöl? Können wir das nicht irgendwie trinken? Das muss nicht quietschen. Nee, das muss nicht quietschen. Das ist wohl wahr. So, keine Ahnung. Können wir es da irgendwie... Mein Inventar hat immer Zimmertemperatur. Ja, also okay. Hier können wir irgendwie jetzt nichts, glaube ich, machen. Quietsch, quietsch. Können wir hier nochmal beim Casino nochmal schauen. Da ist wieder eine Orange drin. Ich glaube, die nehmen wir mal mit, falls wir nochmal eine brauchen. Zack. So. Können wir hier irgendwie... Ich glaube nicht, dass er dafür Verwendung hat. Nee. Hier, kommen wir machen mal das Schaf schwarz. Perfekt. Löl. Das war jetzt einfach nur so der dumm dahergesagt. Und du? Und wer gewinnt? Ja, das glaube ich gern. Ja, du isst eher schwarz und unsere Puderquast ist weg. Tolle Wolle. Hey, was soll das? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Ja, ist doch gut. Ich muss doch hier testen. Kommen wir jetzt eigentlich da rein? Stopp! Nur reiche Leute. Ach so. Ja, Lanze Ritter haben da drin nichts zu suchen, ne?